Ja, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich bin Rick Elvis und heute machen wir eine Runde World War 3 und zwar in Warschau. Und ich möchte heute mal so einen richtigen Runner, so einen Assault, der wirklich von Flagge zu Flagge rennt und ohne Zielfernrohr, ohne MG, nur schnell sein, zusammenstellen im Customizer. Hier kommt er schon angerannt. Dazu werde ich jetzt erst einmal die Ausrüstung zusammenstellen. Ich setze mal bloß so eine Basecap auf. Ausrüstungstechnisch könnte ich ihn fast so lassen. Wobei, wir schauen mal. Ich möchte mir mal die Seiten angucken. Es ist ja eher so ein schwerer. Der sieht ziemlich leicht aus. Jo. Der sieht gut aus, den nehme ich so. Handschuhtechnisch, Fingerhandschuhe, Hose, da will ich auch mal was anderes probieren. Genau, mal die Hose reinkrempeln. Soll ein Runner werden, ja, sieht gut aus. Tarnfarbe im Gesicht, nehme ich mal bloß die Streifentarnung und für die Arme. Nee, ich finde es auf den Arm irgendwie ein bisschen zu übertrieben. Vor allem ist es bloß so empty. Wir machen mal einen Typ Rambo. Camouflage möchte ich auch eher mal Standard, so grau. Ja. Den nehmen wir. Sieht gut aus. Und jetzt zurück zum Charakter und die Waffe. Dem Trupe möchte ich auch eher eine kleine Waffe geben, also zumindest schon eine starke Waffe. Da werde ich mich mal aufs G38 spezialisieren. Von der Visierung her gehe ich auch auf, nein, Rotpunkt. Ich habe hier einen Rotpunkt gesehen, ich weiß es nicht. See-through sight. Ich werde mal das nehmen. Whatever das ist. Ziemlich klein. Okay. Sekundär brauchen wir nichts. Zu den Rohren möchte ich auch ein kurzes Rohr. Kurze Waffe, kurzes Rohr. Mündungsfeuerdämpfer. Relativ egal. Lower, das ist das Griffstück. Würde mir so ein kurzes. Genau. Den nehme ich. Seit. Ob ich einen Laser ranmache? Vielleicht ja, weil man will ja auch mal aus der Hüfte loslegen. Na, komm zurück. AP ist wichtig, munitionstechnisch. Ich gehe nochmal auf den Laser. Na, das ist zu übertrieben. Gefällt mir nicht so. Combo ist natürlich hier. Da ist alles drin. Ganz schön fett. Ehrlich gesagt, mache ich nicht. Bodyparts. Extrem. Zu lang. Das ist zu lang. Ich brauche was mit viel Platz. Eins von den beiden hier. Ich nehme das. Sieht cool aus. Gut. Schulterstütze. Klassisch. Oder sowas. Ne, das ist eher für Scharfschützenwaffen. Okay, ich nehme das. Kurze Waffe. Bodyparts gibt es noch. Das Griffstück. Ist eigentlich total egal. Add-ons, Emblem haben wir uns auch noch drauf. Soll ja sehen. Jeder Magazine. Nehmen wir das. Dannung haue ich mir auch die so ein bisschen drauf. Ist so dieser Multicamo. Okay. Die Waffe ist fertig, würde ich sagen.
Und ich weiß gar nicht, was ich als zweiter Wurf habe. Okay, ich habe keinen Helm. Ich könnte jetzt noch meine Dannung. Jetzt bin ich sehr leicht. Aber dementsprechend auch weniger gepanzert. Ein, zwei Treffer und ich gehe down. Okay. Wird hier auch. Warum hat er die nicht genommen oder was? Doch, muss er doch genommen haben. Equipment, Charakter. Und so gehen wir mal in den Kampf. Wir werden mal ein, zwei Runden so durchziehen. Mal schauen, was das wird. Ich bin ja so gespannt. Ja, wir sind hier auf der Map Warschau. Und ich nehme den Medipack mit, weil ich ja eine kleine Panzerung habe. Und versuch mal. Ja, wo sind die Leute? Keiner da? Wir gehen einfach mal rein. Objective Bravo 2 is under attack. Gut, wir rennen los. Kenne die Map noch nicht in- und auswendig, sage ich euch ehrlich, war erst einmal drauf, glaube ich. Das ist hier so die Innenstadt von Warschau. Vermutlich. Ist hier eine Zugstation. Okay, C1 sollen wir attackieren. Ja, ich habe es ja kapiert. Ich bestätige mal kurz. B1, B1. Ich will mal kurz meine Munition umschalten. Kann man mit R machen. Jetzt habe ich diese Zusatzmunition drin. Panzerbrechen. AP. Jetzt hat er schon wieder was da drüben. Ich gehe mal rüber. Ich nehme es mal an. Wo ist er denn? Da drüben. D2. Naja. Ich gehe hier rein. Ich will hier einnehmen. Hallo? Jo, ist gerade nicht viel los, sehe ich gerade. Oh, oh, oh. D2. Ja. Ich habe ihn aber gehittet. Ich habe ihn gehittet. Das Visier gefällt mir nicht, habe ich gerade festgestellt. Und kann ich bei dem jetzt spawnen? Hier. Ja. Nicht schön. Ich gehe mal C1. Objective Alpha 2 is under attack. Alpha 2. Geht mal rein. Alpha 1, Alpha 2 war glaube ich oben. Ja. Okay, hätte ich mal prüfen sollen. Ist so ein kleines, ja, Ziel. Ich sag mal nicht Objective Zielfernrohr. Charlie 1 is under attack. Aber so ein Zielkreuz nur. Alpha 2. Den habe ich. Okay, den haben wir schön gekriegt. Ey, das gefällt mir nicht. Ich bin dann eher lieber Kimmer und Con oder. Gut, Junge. A1 haben wir, A2 haben wir eingenommen. Ich muss woanders hin, da drüben. B1. So, hat gut, kann gut rennen, ist schnell, ne? Gehen wir rein, B1, B1.
Dankeschön. Ammunition, Junge. X geht nicht. Also das Visier gefällt mir nicht, Leute. Boah. Komm, einnehmen. Okay, B1 haben wir eingenommen. Weiter. Objective Bravo 2 is under attack. Objective Delta 2 is under attack. Gehittet. Okay. Die haben wir alle beide. Wir müssen noch rüber. B2, definitiv. Medipack. Brauche ich das? Ich brauche das nicht. Ich nehme mal Ammo-Pack mit. Ich brauche immer Munition. Wo ist das jetzt? Oben. Wo ist B2? Oh, sorry. Enemy offensive drone spotted in your AO. Und dich hasse ich ganz besonders. Jo, aber ich habe ihn gekillt. Sauber. Ich habe mich entschuldigt, Junge. Ammo Pack. Ich muss trotzdem D1. Trotzdem D1. B2, B1, D1 da drüben. Ich schau mal, dass ich an D1 rankomme. Ich habe eine Reaper, ich habe einen Quadcopter. Machen wir die Reaper drüber. Okay. Oben. D2 wird zurückerobert, dann sollen wir rüber D1, D2 gehen. D1 wird zurückerobert. Ja, also bis auf das Visier, das sagt man nicht so zu. Da stehe ich dann doch lieber auf Kimmer und Korn oder auf Rotpunkt. Muss gerade mal gucken. Wo nehme ich ein? Kann ich hier einnehmen? Okay, hier ist einer. Wenn ich nichts einnehmen kann, ist hier einer. Ja, ist das ein Dreckshund. So, D1, muss ich darüber. Ich bleibe jetzt auf dem Leitruber hier. Wobei ich mir dann irgendwann mal wieder eine Medium-Rüstung zulegen werde hier. Weil ich gehe ganz schön schnell down. Wahrscheinlich ist es doch nicht so cool, schnell zu sein. Ein bisschen Tarnung muss sein. Komm drüber, geh doch mal drüber hier. So, D2, den hole ich mir. Hoffe ich. Und zwar mit R. Enemy offensive drone spotted in your AO. Bisschen vorsichtiger hier. Jo, hat er mich schön in die Seite.
Schade. AK-15 ist nämlich eine coole Waffe. Da oben sind jetzt drei Mann, die sollen da oben stören. Ich gehe mal B2. Der Squad-Lead sollte hier vielleicht doch mal mehr Befehle geben. Ich muss gerade. Ich finde mich gerade nicht. B1 haben wir. Wo ist B2? B2 ist. Wo ist B2? Seht ihr B2? Jetzt drehe ich mal ganz langsam im Kreis. Das war oben irgendwo, oder? B2 da hinten, ja. Ich hoffe, ich komme noch mit in den Kreis. Alles klar. So, gehen wir hin. Da hinten ist unser Squad Lead. Da ist ein Member. Okay. C2. Los. So ein Einkaufszentrum hier. Komm. Und was? Oben schauen. Okay. Offensive drone is ready for deployment. Oh, wow, wow. Okay. Hätte nicht passieren dürfen. B2 und D1. Alles klar. Geht eigentlich noch 16 Minuten. Ich mache noch eine Runde und dann war es das an der Stelle. Ich kann beim Squad Lead. Squad Lead. Hoi, 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 hoi. Ich mache noch eine Runde und dann mache ich Schluss an der Stelle. Soll ja auch nur mehr oder weniger so eine Info sein. Ne, ich spawn jetzt da. Es ist noch nicht ganz weg. Alles klar. Okay, das haben wir eingenommen. Ist doch schon wieder ein Cheater. Da war doch ein Cheater, oder? Verdammt! Ausschluss vorbei. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Our units are taking hold of Objective Charlie 1.